Ja, herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Im heutigen Video geht es darum, dass wir die Acaton-Cam, die ich von Acaton zur Verfügung gestellt bekommen habe, mit meiner Smartphone-App einmal konfiguriere. Das heißt, ich habe mir schon die App aus dem Play Store installiert. Sie ist noch nicht frei dort verfügbar. Wenn sie das ist, dann werdet ihr den Link demnächst dann auch unten dann in der Videobeschreibung finden. Plus im Moment ist die Kamera noch im Beta-Test, deswegen kann ich das noch nicht machen. Aber sobald sie verfügbar sein sollte, die App, ist sie da. Und der Link zu Amazon und zu dem Hersteller ist ebenfalls unten verlinkt. Schaut einfach mal rein. Ja, was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe die App auf mein Smartphone installiert, habe mir einen Account erstellt mit als E-Mail-Adresse und ein Passwort. Das muss ich einmal verifizieren mit einem Bestätigungscode, der in mein E-Mail-Postfach ankam. Wenn das dort nicht da ist, dann schaut einfach nochmal nach in euren Spam-Ordner, ob das vielleicht nicht dort gelandet ist. Ja, jetzt wechseln wir erstmal die Perspektive. Wir werden jetzt erstmal diese Kamera einrichten. Es ist eigentlich total leicht. Ich habe das schon mal gemacht. Und ja, wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt aus der anderen Perspektive an. Also, nach dem Intro geht's weiter. Ja, also wir sind jetzt hier auf meinem Schreibtisch. Das ist die Acaton Cam. Ich weiß jetzt übrigens auch, wofür dieser USB-Anschluss ist. Der ist dafür da, dass ihr da mehrere Kameras hintereinander schalten könnt. Dieser Anschluss gibt nur Strom aus. Die Cloud, die befindet sich in Großbritannien und wird mit dem Amazon Web Service ausgeführt. Da sollte der Datenschutz dann auch gewährleistet sein. Ja, als nächstes werden wir gleich die Kamera nehmen und hier hinten den USB-Stecker anschließen. Aber zuerst starten wir einmal die App. Auf der App müssen wir ein neues Device hinzufügen. Das mache ich einmal. Und dann fragt er mich auch schon, was ich möchte. Da wähle ich natürlich aus Acaton Cam. Und jetzt sagt er mir, ich soll auf der Rückseite der Kamera, also auf der Unterseite, hier einen Button drücken. Der sieht so aus. Ist auch total leicht, aber zuerst müssen wir das USB-Kabel einstecken. Dort einmal achten, dass er die richtige Position auswählt. Das ist ein bisschen stramm, aber das ist so gewollt. Und dann sollte die Kamera auch schon starten. So, hier steht, ich möchte bitte den Knopf drücken. Das mache ich einmal, bis er eine Meldung rausgibt. So, jetzt muss ich einmal auf Next drücken und jetzt muss ich hier mein WLAN-Passwort eingeben und dann geht das wieder weiter. Und dann gehen wir einfach unten auf Next und dann zeigt uns unser Smartphone-Display einen QR-Code an und diesen QR-Code, den müssen wir einmal vor die Kameralinse halten. Wenn ihr das gehört habt, dann müsst ihr unten drücken, dass ihr das gehört habt. In dem blauen Feld und dann wird die Verbindung hergestellt. Setup completed. Und schon ist die Kamera verbunden. Jetzt können wir hier einen Gerätenamen hinzufügen. Ich nenne das Acaton Cam und bestätige das Ganze einmal mit OK. Und jetzt ist die Kamera hinzugefügt. In dem nächsten Video zeige ich euch, wie das Bild allgemein einmal aussieht bei Full HD. Und wir werden demnächst natürlich auch noch die Nachtsichtfunktion einmal testen. Ja, ihr habt gesehen, die Einrichtung, die war kinderleicht. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist halt, dass ihr euer WLAN-Passwort und euer WLAN-Name in greifbarer Nähe habt. Normalerweise sucht er sich den Namen selber raus in dieser App. Das Passwort einfach eingeben und dann sollte das Ganze auch schon funktionieren. Das ist kinderleicht. Wenn ihr die Kamera einmal von Strom nimmt und den Stecker dann wieder dran macht, also wieder die Verbindung herstellen möchtet, das geht innerhalb von ein paar Sekunden und dann funktioniert die Kamera wieder. In der App könnt ihr sie zufälligerweise auch ausschalten. Das ist echt toll, muss ich sagen. Und ich war echt erschrocken, dass die Verbindung so leicht hergestellt werden konnte. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre aufwendiger. Aber ich bin positiv überrascht. Also, bis zum nächsten Mal. Abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert vielleicht noch die Glocke, dann erhaltet ihr in Zukunft noch Benachrichtigungen, wenn ich neue Videos online stelle. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Björn.